Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei The Weekly Log mit Folge Nummer 2 und unsere Themen heute unter anderem etwas über Star Citizen und den Aufwand und die Vorfreude mit diesem ganzen Projekt, etwas zum Anno Season Pass und eventuell ein wenig etwas zu Red Dead Redemption 2 oder im Allgemeinen Rockstar und was die denn so treiben. Das und mehr jetzt gleich hier bei The Weekly Log, also bleibt dran. Ja, da sind wir wieder. Folge 2 schon. Meine Güte, die Woche geht so schnell rum. Ich bin immer ganz erstaunt und ich komme eigentlich gar nicht zu so viel, wie ich gerne machen würde. Aber ich glaube, das kennen alle irgendwie, ne? Also zumindest steckte da, denke ich mal, jeder schon mal irgendwie drin in dieser Situation. Aber naja, es macht ja auch nichts. Ja, worum soll es heute gehen? Also beim letzten Mal hatten wir ja so ein bisschen eine Einführung und was das eigentlich hier alles so ist und dann ein bisschen über eine Karriere bei YouTube gesprochen. Es wird halt nicht jede Woche so ein intensives, langes Thema werden. Das geht gar nicht. Das war halt für die erste Folge erstmal so ein bisschen was Besonderes. Aber je nachdem, was so passiert in der Industrie auch oder auch in meinem Leben oder was auch immer, werden sich die Themen halt anpassen. Was ich jetzt die letzte Woche so mir alles angeschaut habe, was so passiert, da war nichts großartig Spektakuläres irgendwie dabei. Allerdings ist mir mal wieder aufgefallen, Star Citizen, das ist ja so ein Thema, das hat, glaube ich, schon sehr viele Spieler irgendwie berührt mittlerweile. Also sehr viele haben es auf jeden Fall mitbekommen, dass es das gibt, dieses Projekt von Chris Roberts. Und wie viel Geld da einfach schon reingeflossen ist, ich weiß die Zahlen gerade nicht, aber es sind über 200 Millionen Dollar, nur durch Crowdfunding. Das ist halt eine dieser Sachen, das funktioniert einmal und dann nie wieder. Also irgendjemand hat die richtige Idee im richtigen Augenblick und dann kann man das machen und dann funktioniert's. Und wenn, dann kommen die ganzen Nachahmer und das funktioniert einfach dann nie wieder. Also da muss wieder was anderes kommen und ich glaube, man konnte das auch nicht planen. Das war einfach pures Glück. Und ich habe damals auch bei der Crowdfunding-Kampagne mitgemacht. Ich wusste gar nicht, wer Chris Roberts ist, weil Wing Commander, das hat mich nie wirklich berührt. Aber ich bin ein gigantischer Fan von Freelancer. Das war ja auch das allererste Spiel, was ich hier auf dem Kanal gebracht habe. Und dann habe ich, als ich von Star Citizen gehört habe, weil ich hatte einfach immer so ein bisschen in Anführungsstrichen Sehnsucht nach einem Freelancer 2. Und da habe ich dann ein bisschen recherchiert und erfahren, ja, Chris Roberts war auch dafür verantwortlich. Und da war für mich eigentlich die Sache geklärt. Und ich habe so ein kleines Paket mit einer Aurora. Das kostete damals, was waren das, 30, 35 Dollar, irgendwie sowas. Keine Ahnung, habe ich jedenfalls unterstützt und ja, seitdem die Entwicklung verfolgt. Wirklich intensiv. Nicht in den Foren, aber schon regelmäßig auf der Website, was es da so gibt. Die ganzen Conventions, die es mittlerweile gibt, die Folgen Around the World. Ich weiß gar nicht, jetzt heißt es, glaube ich, wieder mittlerweile irgendwie anders. Früher hieß das Wingman's Hangar. Als das losging, da ist so unglaublich viel Zeit verstrichen. Das war damals jetzt 2012, Ende 2012, glaube ich. Wir haben jetzt 2019. Also es sind 7 Jahre und was die in der Zeit alles gemacht haben oder auch nicht gemacht haben, ist schon erstaunlich. Und jetzt ist, ich will jetzt nicht großartig darüber sprechen, ist das gerechtfertigt? Jeder kann mit seinem Geld machen, was er möchte. Warum braucht die Entwicklung so lange? Ja gut, das ist halt auch alles nicht so einfach. Ich glaube, da wird viel Falsches berichtet oder die Leute denken da auch ein bisschen falsch drüber. Das meiste, was wir halt in der Spielentwicklung mitkriegen, ist halt kurz vor Ende und nicht irgendwie von Anfang an. Und da hatten wir ja eine ganz andere Vision, ein winzig kleines Team, ich glaube, das waren 6 Leute oder sowas. Und das wurde dann ja immer mehr und immer mehr. Und das ist ja logisch, dass man da nicht irgendwie
das gleiche Projekt am Ende dann hat, wenn man 200 Millionen plötzlich bekommt durch Crowdfunding im Laufe der Zeit, als zu Beginn. Und deswegen jetzt von der Zeit, die sie brauchen, gut, das ist so, dem Ganzen stehe ich relativ neutral gegenüber. Was ich positiv sehe, sehr positiv, ist, dass man im Spiel jetzt seit, weiß ich gar nicht, ist das ein Jahr her oder noch nicht ganz ein Jahr oder vielleicht schon über ein Jahr, ich weiß es nicht, aber man kann seine Raumschiffe, das worum es ja eigentlich geht, mit Ingame-Credits frei spielen und muss da eben jetzt kein echtes Geld mehr reinstecken. Also da ist wirklich jeder seines eigenen Glückes Schmied, wenn man sagt, okay, man möchte das unterstützen, um Himmels Willen tut es, aber man sieht, der Entwickler, der gibt einem jetzt schon die Möglichkeit, dass man die Sachen freispielt und man muss kein Geld investieren. Von daher stehe ich dem Ganzen tatsächlich positiv gegenüber und jetzt kommt bald die nächste CitizenCon im November, relativ spät. Da werden große Dinge passieren. Sie haben es jetzt angedeutet mit der neuen Roadmap, die haben so ein bisschen was verändert und jetzt wurde dann gesagt bei einem Livestream, ganz am Ende wurde das gesagt, dass die Version 4.0, die auf der Roadmap als letztes steht, sehr leer ist, aber man solle einfach mal Augen und Ohren offen halten und da wird einiges dazukommen. Und ich glaube, uns erwartet wieder mal Großes bei der CitizenCon. Naja, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Für mich ist das immer so ein Tag, den halte ich mir frei. Und ich gucke dann auf jeden Fall diese Livestreams. Es ist auch unglaublich interessant, einfach das Interesse für die Entwicklung, für die Software, für die Prozesse dahinter, das irgendwie alles mal so kennenzulernen und einen Einblick zu bekommen. Also die machen da mittlerweile echt was Großes draus. Aber wenn man sich das mal anguckt, was das am Anfang war und jetzt mittlerweile ist, man stellt sich halt so die Frage, wie groß ist da das Interesse, überhaupt das Projekt abzuschließen? Ich will denen jetzt nichts unterstellen. Die Unterstellung gibt es genug, dass da irgendwie gesagt wird, ja, die zögern das immer weiter hinaus, scheffeln da Geld und so weiter. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem ist ja die Frage, dieser ursprüngliche Gedanke, dass man sagt, man möchte das Spiel mindestens 10 Jahre am Laufen halten, war ja so, ja, wir entwickeln das 3 Jahre, dann kommt das raus und dann soll es, ne, 10 Jahre irgendwie gespielt werden und dann kommt irgendwie vielleicht was Neues. Jetzt sind es halt schon 7 Jahre Entwicklung. Es kommt regelmäßig Geld rein. Die haben da eine Convention, die sich richtig sehen lassen kann und da holen die immer ein paar Millionen rein. An Umsatz und das ist wirtschaftlich, naja, ist das super. Ist halt die Frage, wenn man jetzt das Ganze entwickelt hat und na, irgendwann mal veröffentlicht, geht's dann so weiter? Also bleibt das Interesse so groß oder ist halt diese Vorfreude, diese Erwartungshaltung, die die Fans ja haben, dieses, oh ja, da irgendwann dann kommt was Neues, ist die der wichtigste Teil daran? Weil wenn man sich jetzt vorstellt, okay, es ist alles da und jetzt kommen dann nur noch neue Systeme oder so, Sternsysteme, kann sich dann diese Begeisterung irgendwie aufrechterhalten? Oder ist es halt eben so ein Punkt, dass man sagt, ja, die Reise ist das Ziel. Ne? Also die Vorfreude ist wichtiger und die Gespanntheit auf das, was kommt und oh, wieder eine neue Ankündigung und oh, da ist jetzt wieder der große neue Fortschritt und das kommt als nächstes. Das macht einen riesen Teil dieser Begeisterung aus. Ist das halt vielleicht der wichtigere Punkt? Könnte man halt mal drüber nachdenken, weil es definitiv eine große Rolle spielt. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie deshalb irgendwie eine Entwicklung verlangsamen würden oder mit Absicht da Sachen zurückhalten oder dergleichen. Also der wichtigste Punkt war für mich, dass man Raumschiffe kaufen kann mit Ingame-Credits. Würde es denn nur ums Geld gehen, hätten die gesagt, ja, nee, ist nach wie vor technisch nicht möglich und ihr müsst das halt dann mit Echtgeld machen. Was total Schwachsinn wäre, aber also der gute Wille ist auf jeden Fall da und ich verfolge das Projekt sehr gespannt. Ich werde die $35, die ich da vor 7 Jahren mal reingesteckt habe, bestimmt nicht bereuen, weil
dafür habe ich schon einiges bekommen. Ich habe es nicht viel gespielt, immer mal so ein bisschen angetestet. Mein Rechner, ihr wisst es ja, der ist da viel zu schwach für. Aber allein, was man bekommt an Inhalten, an Input für die ganzen Prozesse dahinter und so weiter, ein Einblick wirklich in die Entwicklung, allein dafür hat sich das schon gelohnt. Wenn man das über diese ganze Zeit irgendwie mal sieht und die Conventions, was die dann da raushauen, ja, mein Gott, eine Masterclass ist teurer, ne? Und von daher, über die ganze Zeit gesehen, ich musste ja diese $35 eigentlich dann auf jedes Jahr verteilen und mit jedem Jahr, was vergeht, kann ich wieder durch eine Nummer mehr dividieren. Also es passt schon. Tja, gut, die Entwicklung geht da weiter. Es hat unglaublich viel ausgelöst, Star Citizen. Also Weltraum war plötzlich wieder Thema Nummer 1. Es kam so viel mittlerweile. Everspace 2 wurde angekündigt. Everspace 1 war ja schon so etwas, was kam wegen Star Citizen. Und jetzt kommt schon der zweite Teil. Naja, gut. Aber also man sieht einfach, wie viel das ausgelöst hat. Community-Einbindung, das war beim letzten Mal bei der Gamescom ein Riesenthema. Und bei der E3, nicht bei der Gamescom, da auch, aber vor allem bei der E3. Auf die Community hören, die Community einbinden. Hat lang genug gedauert, aber ist auch daran gekommen. Auch durch solche Sachen, da muss man Electronic Arts danken für diese ganzen Katastrophen mit Anthem und Star Wars Battlefront 2 und wie sie alle heißen, mit den ganzen Mikrotransaktionen. Da ist schon die Botschaft angekommen. Und ich glaube, der Erfolg wird dann zeigen, ja, alles klar, das ist der richtige Weg, bis man dann wieder etwas Neues einschlägt, was letzten Endes wieder der Anfang vom Kreis ist und dann geht es wieder so weiter. Aber jetzt aktuell ist es auf einer ganz guten Laufrichtung, wenn man so möchte. Also, es kann gerne so weitergehen. Ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch geschafft habe, aber die Musik, die war beim letzten Mal für Kopfhörer ausgelegt und nicht für sowas wie Laptop-Lautsprecher. Da hat man nichts gehört. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ich kann es nicht versprechen, weil ich nehme jetzt hier gerade auf, aber ich müsste das Video eigentlich heute auch schon raushauen. Also morgen. Ah ja, ich schaffe das heute bestimmt noch, die Musik nochmal anzupassen. Das nur so am Rande. Naja, und das erstmal zu Star Citizen. Dann Anno Season Pass, hatte ich ja gesagt. Mir geht es eigentlich eher darum, wie geht es hier mit dem Kanal weiter. Ich hatte da ja schon drüber gesprochen, was so kommt. Bei Anno werden wir definitiv die DLCs mitnehmen. Der DLC kommt morgen, der nächste. Den werde ich dann erstmal wieder neue Anno-Folgen aufnehmen. Ich bin gerade fleißig dabei, The Division fertig zu bekommen, die Kampagne. Dann ist das nämlich weg vom Fenster. Ne? Dann kann ich das hochladen und so weiter und so fort. Und dann ist wieder Platz. Und dann auf Planet Coaster die zweite Staffel. Ich habe Bock drauf. Allerdings muss ich auch sagen, ich weiß nicht mehr, wie lange. Vielleicht komme ich wieder richtig rein. Keine Ahnung. Aber auch der Park, der war schon so groß, dass die Frame-Rate ja sehr runterging. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir vielleicht ja, nochmal irgendwie was Schönes hin bei Planet Coaster. Und ja, der Season Pass, da gab es viel Kritik von Anno. Ich habe den für 20 Euro bekommen, den Season Pass, mit ganz legal, normal bei Ubisoft, mit den Ubisoft-Punkten, da gab es 20% Rabatt. Und dann waren es halt nur noch 20 Euro, die der gekostet hat, mit 3 DLCs. Die sind halt nicht so groß, die einzelnen Abschnitte. Es sind halt jedes Mal irgendwie so 7 Euro pro DLC. Und da ist nicht so unendlich viel drin, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen DLCs von anderen Spielen. Da ist der DLC aber auch mal eben doppelt so teuer. Der Season Pass. Und wenn ich jetzt überlege, 7 Euro und dafür bekomme ich dann jetzt zum Beispiel den Botanischen Garten und so viele neue Items, so und so viele Funktionen und was weiß ich nicht alle. Hey, da kann ich ehrlich gesagt nicht meckern. Es gab halt diese Kritik, weil früher Anno hatte immer die Add-ons und nicht nur DLCs. Aber gut, ne, die Zeit geht halt weiter. Und da war
in einem Add-on natürlich mehr drin. Und ich befürchte zwar auch, dass es am Ende so eine gewisse Ernüchterung geben wird, weil große Spielmechaniken werden sicherlich nicht verändert werden. Zumindest macht es nicht den Anschein. Der dritte DLC wird wahrscheinlich der spannendste, aber gut, da muss man halt mal abwarten, wie sich der so entwickelt. Heißt aber nicht, dass sie nicht weitermachen, weil Anno 1800 ist unglaublich erfolgreich und ich gönne das dem Spiel so sehr, ich trage da nicht zu bei, aber solch wie Gronkh zum Beispiel, der noch nie Anno gespielt hat und dann bei Anno 1800 halt nicht nur ein Preview gemacht hat, sondern wirklich das auch so ein Let's Play von der Zeit, das sorgt natürlich für sehr viel Aufmerksamkeit und für weitere Verkäufe und von daher, ich glaube, Ubisoft wird schon auch irgendwie sehen, okay, Anno lohnt sich durchaus zu sagen, komm, wir machen noch ein Year 2, weil das Spiel ist im, oh Gott, April, glaube ich, rausgekommen und der dritte DLC soll jetzt im Ende 2019 noch erscheinen, von daher, da ist ja noch nicht mal ein Jahr um und da könnte man ja sagen, okay, wir entwickeln noch etwas für das nächste Jahr weiter. Ich würde es mir wünschen, das Spiel macht Spaß, ich freue mich darauf, jetzt bald wieder aufzunehmen. Das mache ich nächste Woche, morgen, wenn der DLC kommt. Ich hoffe, ich habe die Möglichkeit. Ansonsten Mittwoch kann ich noch ein bisschen und dann bin ich aber weg für ein paar Tage. The Division 2 wird kommen, damit geht's weiter. Und dann mal gucken. Anno auf jeden Fall, so ein paar Folgen kriege ich hoffentlich hin. Gut, und das dritte Thema, was mir noch aufgefallen ist, Red Dead Redemption 2 oder generell Rockstar. Warum Red Dead Redemption 2? Ja, es war eigentlich schon klar, dass es für einen PC kommen wird. Es ist noch nach wie vor nicht offiziell angekündigt, aber man hat jetzt wieder PC-Optionen gefunden in den Spieleinstellungen. Und irgendwo in den Daten vergraben und alles schreit danach, das kommt für den PC. Rockstar ist ja auch nicht blöd. Und die haben es ja bei GTA 5 gesehen. Und GTA 5 war, glaube ich, von Rockstar eine der besten Strategien, die es seit sehr, 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 sehr langer Zeit gab in dieser ganzen Industrie. Weil die haben gesagt, damals bei GTA 5, wir bringen das für die aktuelle Konsolengeneration, damals noch PlayStation 3 und die Xbox 360 ist das, glaube ich, ne? Und haben dann eine erweiterte Version entwickelt für den PC mit Ego-Perspektive und Quality of Life Improvements und was weiß ich nicht alle. Und haben dann gesagt, jetzt hauen wir diese erweiterte Version nochmal raus für die Next-Gen-Konsolen, die zu dem Zeitpunkt dann auch raus waren. Und es war ja den Entwicklern klar, dass eine neue Generation an Konsolen kommt. Die sind da sehr gut informiert, die wissen da sehr, sehr früh Bescheid, wann etwas Neues kommt. Jetzt weiß man aktuell, dass wahrscheinlich nächstes Jahr PlayStation 5 und Xbox, wie auch immer sie heißt, kommen werden. Für Red Dead Redemption ist es, glaube ich, ein bisschen zu spät, weil das jetzt schon, wie alt ist es? Ein Jahr? Oder kam das auch im Frühjahr? Ich glaube, es ist jetzt auch fast ein Jahr alt oder so, ne? Und wahrscheinlich bringen die dann irgendwie eine PC-Version raus. Ich weiß nicht, ob die dann tatsächlich nochmal eine erweiterte Version machen werden. Jetzt für die nächste Konsolengeneration. Was ich glaube, oder was ich mir zumindest vorstellen könnte, ist, dass die insgeheim halt schon an irgendwas entwickeln sie ja so oder so, aber dass die halt das nächste GTA raushauen werden. Und dass die da eventuell uns alle überraschen und sehr bald eine Ankündigung kommen wird für ein GTA 6. Dieses GTA 6 hauen die dann raus für PlayStation 4 und Xbox One. Und wenn dann die nächste Konsolengeneration kommt, was ja irgendwann Ende nächsten Jahres passieren soll, dass die dann nach einem halben Jahr oder was weiß ich was nochmal eine erweiterte Version raushauen, wieder für den PC und die neue Konsolengeneration mit weiteren Verbesserungen. Das würde ich denen auf jeden Fall zutrauen, weil die unglaublich viel Umsatz gemacht haben mit dieser Taktik bei der letzten Generation. Und eigentlich kann man sich jetzt so ein bisschen schon darauf verlassen, dass große Entwickler genau wissen, wie die nächsten Konsolen aussehen und daraufhin entwickeln.
Ja, und das würde dann aber bedeuten, also die Zeit wird jetzt ein bisschen knapp, ne? Wenn die jetzt ein Red Dead Redemption 2 ankündigen, dann ist natürlich, ja, ist schon irgendwie ein bisschen Zeitdruck da, weil 2019 ist bald zu Ende. Wenn die Konsolen in etwas über einem Jahr kommen, dann müssten die theoretisch nächsten Sommer schon GTA 6 raushauen. Ich glaube, sie wollen, weil GTA 5 wurde sehr früh angekündigt mit dem ersten Teaser, ich glaube, da wollen sie auch wieder ein bisschen mehr, also mehr in so eine Richtung gehen, dass die mehr Zeit, weniger Zeit haben zwischen Teaser und Trailer und Release. So wie Bethesda das ja auch macht. Die sagen auch, ein halbes Jahr ist der Idealfall. Und Rockstar wird wahrscheinlich dann auch, weil die Marketingkampagnen immer ein paar hundert Millionen verschlingen, sich da genug Zeit lassen. Naja, also es könnte sehr knapp werden. Aber machbar ist das. Weil ich glaube auch nicht, dass die alle Entwickler an einem Projekt nur dran haben. Das ist so groß, Rockstar mit den verschiedenen Studios. Die könnten schon seit langer Zeit an GTA 6 sitzen. Dass die sich jetzt nur noch auf GTA Online konzentrieren, glaube ich auch nicht. Natürlich machen die damit einen großen Absatz, aber naja, das ist nicht das ist nichts für die Ewigkeit. Muss man einfach so sagen. Wer weiß, also in einem Jahr kann viel passieren. Das ist jetzt natürlich total der Schuss ins Blaue, aber vielleicht haben die auch selber, natürlich werden die darüber nachgedacht haben, und vielleicht haben sie selber auch gesagt, okay, das ist zu knapp, das schaffen wir nicht und wir machen auch genug Absatz, wenn wir irgendwie ein GTA 6 dann raushauen, nur für die neuen Konsolen. Zuzutrauen ist es ihnen aber auf jeden Fall, dass sie es anders handhaben und dann, naja, wie bereits gesagt, da erst für die alte Generation und dann nochmal was Erweitertes inklusive PC für die neue. Weil wenn sie jetzt mit Red Dead Redemption noch über ein Jahr warten, bis das dann für den PC kommt und mit Neuerungen und dann nochmal für die neue Konsolengeneration, dann ist so viel Zeit ins Land gegangen, dass die Leute, glaube ich, nicht mehr so viel Bock haben auf Red Dead Redemption 2. Weil die Konkurrenz geht ja auch weiter, ne? Also es kommen immer irgendwie neue Spiele, neue Sachen, neue Technologien. Aber gut, müssen wir mal abwarten. Ja, sehr viel Spannendes ist halt nicht passiert. Es gab eine Ankündigung für Homeworld 3 noch. Homeworld bin ich auch ein Riesenfan von. Homeworld 2 ist auch so ein Ding für den Personal Classics Bereich. Mache ich bestimmt auch mal irgendwann. Und ein echtes Homeworld 3, da freue ich mich auch drüber. Wollte ich jetzt aber nicht groß irgendwie anschneiden. Gut. Und dann, wie es mit dem Kanal weitergeht, hatten wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen. Ich mache es auf jeden Fall weiter, solange ich irgendwie Lust drauf habe und dass die Zeit zulässt und das mit dem Zocken auch irgendwie weitergeht. Ein paar Spiele kommen. Ich hatte beim letzten Mal ein paar erwähnt. Eins hatte ich vergessen. MechWarrior 5. Das kommt auch im Dezember. Ich bin ein Riesenfan von MechWarrior 4. Das ist auch so ein Spiel aus meiner Kindheit. Wäre auch so ein Ding für den Personal Classics Bereich. Ich hatte das irgendwo. Das waren zwei CDs. Ich habe das auch mal irgendwann zum Laufen gekriegt auf Windows 10. Glaube ich. Ja, haben wir auch was. Das muss ich mir mal merken. Aber MechWarrior 5 habe ich definitiv auf dem Plan. Erstmal abwarten, wie es so wird. Ja, aber es kommen viele neue Sachen. Deswegen, also Division 2 wird jetzt auslaufen demnächst. Dann No Man's Sky habe ich ja nur so ein bisschen was gemacht. Anno läuft noch ein bisschen weiter. Wieder ein paar Folgen. Planet Coaster kommt dazu und dann werden wir das wieder so ein bisschen angleichen mit neuen Sachen. Naja gut, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich will die Folgen hier auch nicht so lang machen. Ist jetzt schon wieder lang genug, aber es gibt halt auch nicht immer so unendlich viel zu erzählen. Aber ja, gut. Das war ja jetzt, waren ja auch genug Themen, was mir so die Woche im Bereich des Gaming vor allem aufgefallen ist. Andere Sachen, naja, ich arbeite an so diversen Dingen. Das hat dann aber eher was mit mir privat zu tun, ne? Und mit meinem Beruf und dergleichen. Ob ich sowas hier mit einbaue, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man nur machen, wenn man wirklich eine große Community hätte, die auch wirklich Interesse daran hat, denjenigen, dem sie folgen, besser kennenzulernen. Ja, und deswegen, das machen wir jetzt erstmal nicht. Gut.
Dabei belassen wir es jetzt. Also ich schicke, wie immer, einen schönen lieben Gruß in Runde und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von The Weekly Log. Hoffentlich wieder mal sehen, was wir dann zu besprechen haben in dieser Woche, die jetzt so vor uns liegt. Und bis dahin habt ihr hoffentlich, wie immer, einen super Tag.